Die ersten 2 bis 3 Monate schläft Martin Eigentler mit dem Nachwuchs draußen im Stroh. Bei Wind und Wetter. Die 2 Yukon-Husky-Mädchen genießen die Nähe zu ihrem neuen Besitzer. Es schläft sich total gut draußen. Und die Kleinen, sie schlafen in der Nacht immer so 3-4 Stunden. Da schlafen sie relativ tief. Dann wachen sie 2-mal auf, fangen ein bisschen an zum Spielen oder krabbeln einen Schlafsack oder knappern am Schlafsack rum und um. Das ist eigentlich im Prinzip ja ganz witzig. Und dann schlafen sie relativ bald wieder weiter. Also das mache ich immer so, wenn ich einen jungen Hund habe, verbringe ich so viel Zeit wie möglich, Tag und Nacht mit ihnen. Man baut da irrsinniges Vertrauen auch zu den Kleinen. Und das ist unglaublich hilfreich, dann, wenn man anfängt mit den Hunden zu trainieren, draußen ist, Schlitten fährt oder mit Leuten arbeitet. Das ist die Nakima und die zweite, die da schläft, ist die Nayeli. Und das ist ein Cherokee, das ist auch ein Junge. Der ist jetzt 5 Monate alt, das ist ein sibirischer Husky. Da sieht man schön den Unterschied zwischen den 2 Rassen. Das ist auch nicht lustig als mit ihren Ohren. Total, das passt alles noch nicht zusammen. Riesenohren, kleiner Kopf, lange Füße. Aber das wird schon werden. Ich hoffe ich mal. Untertags werden die Jungen in das Rudel integriert. Die anderen Huskies nehmen die 2 freundlich auf. Probleme hat es bisher keine gegeben. Jeder Hund ist ein soziales Tier. Sonst würde er sich ja im Menschen nicht so anpassen. Und jeder Hund wäre froh oder glücklich, wenn er einen Partner hat, einen Hundepartner, mit dem er spielen kann, mit dem er sich ein bisschen austauschen kann. Ein Husky ist vom Instinkt her noch fast wie ein Wolf geblieben. Das heißt, der ist sehr, sehr sozial. Der braucht einfach einen Familienverband, um sein soziales Leben ausleben zu können. Und nur dann sind die auch ausgeglichen oder zufrieden. Ganz besonders gilt das für die ursprünglichen Yukon-Huskies. Diese Tiere sind sehr freiheitsliebend. Eine Bindung zum Menschen gehen sie nur freiwillig ein. Zwingen lassen sie sich zu nichts. Früher wurden Yukon-Huskies von Indianern und auch von Trappern als Arbeitstiere gehalten. Ausgewachsene Männchen, wie hier der Vater der Kleinen, wiegen an die 60 Kilogramm. Für mich das Besondere ist, dass ich natürlich von den Hunden sehr viel lernen kann, weil sie einfach anders sind als sibirische Huskies. Sie werden von der Größe ein bisschen größer, ein bisschen langbeiniger, eher den Körperbau vom Wolf noch, was normalerweise im Tiefschnee super sein wird, weil sie einfach einen Vorteil haben vom Laufen im tiefen Schnee. Und mein Ziel ist eventuell in den nächsten Jahren irgendwann einmal die beiden Rassen zu kreuzen, um wieder frisches Blut zu haben im Rudel. Das war der Plan. Vom Charakter her sind die beiden Husky-Rassen ähnlich. Ihre Freundlichkeit und ihr Arbeitswille sind legendär. Ganz wichtig ist es für diese Tiere zu arbeiten. Sie sind seit Tausenden von Jahren Zukunde und das wollen sie auch ausleben. Ansonsten werden sie unglücklich und verkümmern innerlich, sagt Martin Eigentler. Mehrmals die Woche spannt er seine Tiere deshalb vor den Schlitten, beziehungsweise, wenn kein Schnee liegt, vor ein Arbeitsgerät. Im Prinzip ist es so, ich trainiere sehr Schlittenhunde. Das heißt, meine Arbeit besteht darin, dass ich ihr Trainer bin und versuche, die Hunde für den Winter vorzubereiten, auf unsere Schlittentouren, auf unsere kleineren Expeditionen in die Berge oder bei Rennen. Und dafür trainiert man einfach das ganze Jahr mit ihnen. Auch Nakima wäre schon bereit zum Arbeiten. Aber auch wenn sie noch so sehr will, sie wird frühestens in 6 Monaten vor den Schlitten gespannt. Erst im Alter von 2 Jahren ist ein Schlittenhund nämlich voll belastbar. Zurzeit geht Martin Eigentler mit den jungen Yukon-Huskies laufen. Und das nicht ohne Grund. Also ich schaue, wenn ich draußen bin, mit ihr an der Leine, dass sie lernt, Gas zu geben an der Leine. Also dass sie nicht bei Fuß geht oder hinter mir geht, sondern dass sie schön langsam lernt, einfach mit Selbstbewusstsein vorauszugehen. Also genau das andere, was man einem normalen Hund beibringt, oder? Ein normaler Hund soll bei Fuß gehen und nicht ziehen. Ja, genau. Das ist eigentlich das totale Gegenteil. Aber sie sind ja Arbeitstiere und aus dem Grund ist es wichtig, dass sie das so lernen. Nakima und Nayeli sind die ersten beiden Yukon-Huskies in Europa. Zu hoffen ist, dass diese ursprüngliche Hunderasse erhalten bleibt. Allerdings nicht als Haus- oder Zwingehunde, sondern in ihrer ursprünglichen Funktion als Arbeits- und Rudeltiere.